Teamkamerad beigetreten. Hi, liebe Age of Mans, ich bin's wieder, Illuminator-Filmrad mit einem weiteren Commentary. Diesmal ist das hier Big Team Battle auf Vortex. Und hier ergatter ich mich sofort den Mantis. Das ist eigentlich die erste Phase im Big Team Battle, wie ich meine. Dass sich alle erstmal die Fahrzeuge ergattern und die guten Waffen, da es gar nicht mehr um Teamplay geht. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber wenn man jetzt so viele Spiele hat, 8 Leute, kriegt man nicht immer eine vollzählige, würde ich jetzt sagen, für uns, deutsche Lobby voll. Wegen der Sprache natürlich. Oder mit Freunden, mit denen man auch kommunizieren kann. Deswegen ist das eigentlich ganz normal und verständlich, dass das ist. Ja, die ein paar Capture-Cards-Probleme, also ich habe das irgendwie nicht so bekommen, dass sich auch die Kamera mitbewegt. Keine Ahnung warum, das ging irgendwie mit dieser Videodatei nicht. Aber na gut. Ja, klar, ich erstmal meinen ersten Gegner ab mit dem Mantis. Ja, heute möchte ich über Dual-Commentaries reden. Ich möchte gerne über nochmal kurz die Turniere ansprechen. Und nochmal über das Thema Montagen. Etwas. Da fällt mir kein Wort an, was zum Satzbau passt. Plaudern. Bin ich ein bisschen scheiße, aber gute Grammatik. Ist hier gefragt. Da ist das schon ziemlich schwer jetzt zu reden und irgendwas im Kopf zu haben, irgendwelche Aufzählungen und dann noch den Satzbau richtig zu halten. Anfangerweise so ganz spontan hier. Deswegen. Naja. Merkt ihr das bestimmt manchmal, dass ich irgendwelche Wörter nehme, die mir in meinem Kopf schwirren. In meinem kranken Kopf. Nein. Also, genau, zu den Kommen. Wir müssen strukturiert hier. Das Video wird jetzt strukturiert sein. Jetzt könnte ich mal den Titel hier einblenden zu diesem Kapitel. Nein, aufhören damit. Ja, das erste Kapitel jetzt ist Dual Commentary. Und zwar habe ich jetzt mal vor, mit anderen YouTubern oder auch nicht. Doch. Eigentlich nur mit YouTubern, werde ich gleich erklären, warum, Dual-Commentaries oder zusammen Projekte zu machen. Zum Beispiel. Wie zum Beispiel ein Dual-Commentary, schon 3000 Mal gesagt. Ja, damit ich einfach mal ein bisschen mehr Abwechslung habe auf meinem Kanal, damit auch mal andere sprechen, denn ich finde keine Themen. Was soll ich sagen? Ich habe mein großes Augenmerk meistens auf Turniere. Und ja, wenn ihr ein Dual-Commentary mit mir machen möchtet oder ihr möchtet bei mir ein Gastkommentary mal sehen von irgendjemanden oder einfach ihr möchtet ein Gastkommentary bei mir hochladen durch meine Hand, könnt ihr mir das einfach in die Kommentare schreiben oder eine private Nachricht auf YouTube oder des Weiteren, also auf Xbox Live oder auf meiner Facebook-Page, die ich auch habe. Link in den Kommentaren. Link in der Beschreibung, nicht in den Kommentaren, das ist ziemlich cool von mir. Aber, na gut. So, jetzt habe ich Schadensbonus. Das bringt mir eigentlich überhaupt nichts, weil ich jetzt diesen schönes Ghost-Geschütz besetzen möchte. Mache ich auch jetzt auch. Ja. Also, wenn ihr Lust habt, mit mir ein Dual-Commentary zu machen, schreibt mich einfach an. Ich habe auch schon ein paar Leute angefragt oder ich wurde auch schon angefragt. Deswegen werde ich das auch bald machen. Damit ich einfach mal ein bisschen kleines Thema habe. Und das möchte ich nur mit YouTubern machen oder ich muss es mit YouTubern machen, da meine Capture Card nicht fähig ist, meine eigene Stimme aufzunehmen. Deswegen kann ich auch nur irgendwas nachkommentieren mit meinem PC, weil ich meinen PC nicht gleichzeitig mit meiner Xbox laufen lassen möchte. Das ist nämlich ziemliche Stromverschwendung, nur für so einen Live-Commentary, finde ich. Aber das ist jetzt auch egal, ich möchte es einfach nicht machen. Deswegen kommentiere ich jetzt auch alles am PC nach. Hab mal ein Gamer-Headset in meinem PC. Und deswegen kann ich auch kein Dual-Commentary mit jemandem machen, der keine Capture Card hat und fähig ist, meine Stimme aufzunehmen. Also keine Ava Media Capture Card hat. Also, ich glaube, die heißt noch anders. Also, Ava Media heißt sie auf jeden Fall. Game Capture oder so, noch dazu HD. Ja. Wer das hat, alles gut. Denn das ist ziemlich doof, ein Dual-Commentary zu machen, wo man nur euch hört und nicht mich. Das finde ich, hört sich ein bisschen egoistisch an, aber wie soll ich das hier anmoderieren? Ja, zweites Kapitel abgeschlossen. Kommen wir zum zweiten. Ja, kurze Informationen zu den Turnierumfragen. Ihr habt nämlich jetzt fleißig Formulare ausgefüllt. Denn was ihr haben möchtet, könnt ihr auch jetzt machen für zukünftige Turniere. Dann sehe ich mal, was ist populär momentan. Und ja, der Link wird auch wieder in der Beschreibung sein.
ganz fett gedruckt. Und ja, ihr könnt, also das ist jetzt, steht jetzt für das nächste Turnier fest, welches Halo-Spiel ich nehme. Da könnt ihr euch nochmal überraschen lassen, aber ich glaube, da mit diesem Ergebnis wird jeder Teamplayer, Halo-Teamplayer, zufrieden sein. Und ich habe insgesamt ja 17 Antworten bekommen, aber ich möchte jetzt auch nicht länger warten, da es auch noch Zeit braucht, was andere nicht verstehen. Also nochmal kurz ein bisschen miteinander jetzt hier. Manche haben mich schon gefragt, ja, wann ist endlich mal dein nächstes Turnier? Das dauert aber ganz schön lange. Ja, es dauert auch ziemlich lange, weil ich brauche Zeit für die Umfrage jetzt. Habe ich jetzt eigentlich keine 30 Antworten, waren eigentlich ziemlich wenige, aber ich mache es jetzt einfach mal, damit es hier vorangeht. Und dann muss ich auch noch die Settings aussuchen, dann muss ich auch noch das Programm schreiben für das Turnier. Und das wird bei diesem Turnier besonders schwer, oder nicht schwer, nämlich aufwendig. Hier übrigens auch wackeln Benji, nur mal kurz sehen. Da werde ich aber gekapert, wollte eine Kill-Tabulär schaffen, aber habe es nicht geschafft. Und ja, zurück wieder zum Thema, genau, wo wir stehen geblieben, das ist jetzt, genau, und dann brauche ich auch noch Zeit, das Infovideo dazu zu machen, damit es auch für viele Personen ansprechbar ist, also ansprechend ist, und sonst werden nicht viele in dem Turnier sein. Wie letztes Mal waren auch nicht so viele, wahrscheinlich nur, weil es Halo Reach war, und ja, werde ich mal sehen, wie das mit diesem Spiel trotzdem funktioniert. Das heißt nicht, dass es vielleicht nicht Halo Reach ist. Das werde ich jetzt noch nicht verraten, aber es könnte ja sein, dass es jetzt doch Halo Reach ist. Ne? Lasst euch einfach mal überraschen. Und genau. Aber ich denke, damit wird jeder Teamplayer in Halo zufrieden sein. Außer der jetzt pingelig ist. Nein. Aber ja. Dann werde ich noch die Settings raussuchen. Die ich persönlich gut finde und die auch allgemein momentan im Umkreis, die in Clan Wars gespielt werden und. Oder auch einfach nur welche, die im deutschsprachigen Raum aktuell sind. Genau. Ja, jetzt das Kapitel. Bisschen lustig jetzt hier, ne? Bin ich wieder lustig. Aber diesmal mal wieder strukturiert, kann ich jetzt einen schönen Titel hier einfügen, ne? Hier über meine Raygun, um ein bisschen zu verdecken. Nein, mach ich nicht. Wieder weg. Und, ja, das dritte Kapitel hier in meinem Video handelt über Montagen. Ich wollte nämlich unbedingt mal eine Montage machen, wo man nur eine Art von Kills sieht. Das war jetzt, Kills mit Fahrzeugen. Wollte ich machen, aber ihr habt ja gerade einen Overkill gesehen, das geht bei mir eigentlich. Ja, ich krieg jede Woche zum, keine Ahnung, wie viele Clips zusammen? 5? Nein, 5 würde ich nicht sagen. So viel Big Team Battle spiele ich nicht. 2 Clips und einen guten, oder für mich persönlich guten Overkill oder Kiltakulär zusammen ist schon. Oder schon weniger. Und ja, das Gameplay ist schon vorbei, jetzt muss ich mich ein bisschen behalten. Ne? Ja, ich werde noch was. Ein paar Clips hinzufügen. Doch, ich werde jetzt das ein bisschen ausweiten. Andi wollte hier spezifischen Clips machen, wie gerade gesagt. Jetzt werde ich das ein bisschen allgemeiner gestalten. Ihr könnt jetzt einfach mal einen Clip, den ihr gut gemacht habt, eurer Meinung nach gut gemacht, irgendein. Also es könnte Multikill sein, Ninja-Trick, hier Backsmack oder so, keine Ahnung. Und oder ein Fail sogar, das werde ich dann auch editieren oder einfach nur zusammenschneiden, mal sehen, wie viel Zeit ich habe, wie schon gesagt. Und wenn ihr geklippt habt, schreibt ihr einfach mal eine Nachricht an mich per Kommentar oder per Xbox Live, falls ihr kein Google-Konto habt oder euch das leichter einschalten, blendet ihr noch mit meinem Gamertag an, irgendwie 1400. Und ja, ich hätte nämlich mal Bock drauf, sowas zu machen, habe ich noch nicht gemacht, und da ich nicht so ein guter Spieler ist, der nicht so auf einen Moment gut ist, also mit Multikills und so, und auch jetzt nicht so ein Assassination Freak ist, kriege ich das nicht so gut gebacken. Und deswegen wollte ich auch mal so euch mal die Möglichkeit geben, eure Clips auf meinem Kanal zu sehen, auf YouTube insgesamt.
Das war wieder ein langes Commentary, wir haben ja von 10 Minuten. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß bereitet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, ihr könnt jetzt links auf dem Bildschirm klicken, um meine letzten Commentaries zu sehen, wo ich dann darüber rede, wie ihr auch Clips ansenden könnt und wie ich das mit der Umfrage gemacht habe. Und rechts könnt ihr die letzten Ergebnisse der letzten Flash Tigers Turniere sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.